sagt, Musik kommt die Welt, macht die Welt zusammen. Und jetzt habe ich das richtig gesehen. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir nach einer Woche wirklich schon so, genau, so wirklich Freunde sind. Ich bin nicht so wie Kennedy ein Berliner, ich bin ein echter Berliner, weil ich in Berlin geboren bin. Wo war? Und geboren in 1931 und wohnt in Schöneberg. Ich hatte nur meine Mutter. Für Georges Scheffi ist es eine Reise in die Vergangenheit. Der 82-Jährige ist aus Israel nach Deutschland gekommen. In einem Gymnasium in Kleinmachnow erzählt er Schülern über sein Leben. Als Siebenjähriger musste er 1939 seine Familie in Berlin verlassen. Seine Mutter starb in Auschwitz. Und dann war ich, vor 10, 12 Jahren war ich in Auschwitz, in Archiv und habe gefunden, dass sie in einen Transport von Berlin am 29. Januar nach Auschwitz geschickt. Und die haben nicht mehr gelebt wie 6 Stunden. Georges Scheffis Besuch ist Teil eines Projektes, das die Begegnungsstätte Schloss Gollwitz organisiert hat. In dem kleinen Brandenburger Ort treffen mehrere Holocaust-Überlebende auf gleichaltrige Deutsche. Das Besondere, alle haben ihre Enkel mitgebracht. Ich wollte gerade was fragen. Die Jugend in Israel, kann die auch so feiern wie ihr beiden jetzt? Gehen die auch so abends aus? Haben die auch so eine Disco? Gibt es da auch so Partys? Bestimmt, 100%. Ja. There are a lot of people in Israel that came from a lot of countries who have a lot of types of culture. Ja, er meint, da kommen viele Leute aus verschiedenen Ländern zusammen. Ja. Weißt du, und deshalb gibt es verschiedene Kulturen. Charlotte hat mich eingeladen, dieses Projekt mitzumachen. Und da wollte ich natürlich die ganze Geschichte unterstützen. I thought that I'm not going to go, because I thought it's going to be just a few people said it's going to be sad and sad stories. And when we got here, I saw that it's not that sad, that it's what I think it was. Ganz toll, ja. We also had a great time. Ja. Da sollen sich alte und junge Menschen treffen, die eine gemeinsame Geschichte haben, die sie aber eigentlich komplett voneinander trennt. Also es sind Großeltern, die Kinder waren zur Zeit des Nationalsozialismus mit ihren Enkeln. Als ich in Israel war, gehört habe, dass die jungen Israelis sich alle brennend für die Geschichte ihrer Großeltern interessieren, ihrer Urgroßeltern interessieren und dass die wiederum mit ihren Kindern nicht gesprochen haben, aber jetzt bereit sind, mit ihren Enkeln zu sprechen. Das ist ja, gibt es ja bei den Deutschen auch, die haben auch mit ihren Kindern nicht gesprochen, aber mit ihren Enkeln dann so. Dann haben wir uns überlegt, das ist doch eine fabelhafte Idee, die jetzt für eine Woche nach Gollwitz zu holen. Eigentlich hatte ich ein bisschen Angst gehabt, was wird hier sein? Ich meine, mit meiner Erfahrung und was hat mir passiert im Leben, hatte ich noch so einen guten Ausblick von Deutschland, kann man sagen. Vorurteile abbauen, auch das soll die gemeinsame Woche bringen. Zusammen geht es auf Spurensuche. Spuren, die die israelischen Gäste in Deutschland hinterlassen haben, wie in Berlin-Weißensee. Hier befindet sich der größte erhaltene jüdische Friedhof Europas. Er wurde 1880 von der jüdischen Gemeinde in Berlin angelegt. Rund 120.000 Gräber gibt es hier, darunter die vieler Holocaust-Opfer oder von Juden, die während der NS-Zeit Suizid begangen haben. Auch Georges Scheffis Großeltern sind hier begraben. Mit seinem Enkel ist er zum ersten Mal auf dem Friedhof. Ich war schon ein paar Mal hier. Jedes Mal, wenn ich komme zu Deutschland, versuche ich, zum Friedhof zu kommen. Ich bin nicht religiös, aber das hat auf alle Fälle einen weichen Punkt, kann man sagen. Georges Scheffi wuchs in einem behüteten Elternhaus auf. In Berlin-Schöneberg verbrachte er die ersten Lebensjahre zusammen mit seinem jüngeren Bruder und der Mutter.
1939 schickte sie den Sohn aus Angst vor Verfolgung mit einem Kindertransport nach Amerika zu ihrem Bruder. Bis heute hat George Sheffy den Abschied nicht vergessen. Ich glaube, ich war ein bisschen in Schock. Ich kann nichts sagen, ich weiß nicht genau. Ich weiß nur, ich habe gesehen, meine Mutter läuft auf diese Schiene, ja, und sucht mich, aber sie hat mich nicht gesehen. Der 82-Jährige hat seine Mutter nie wieder gesehen. Nach seiner Jugend in Amerika ging er später nach Israel und gründete seine eigene Familie. Die Stunden in Berlin-Weißensee bewegen nicht nur die Israelis, auch ihre deutschen Begleiter. Inge Kühn und ihre Enkelin sind zum ersten Mal auf einem jüdischen Friedhof. Spinnweben kann ich auch noch abmachen. Ich würde eher Blumen hinlegen, ha? Weil ich das kenne. Dies mit dem Stein ist mir völlig neu. Ist in Ordnung, lasse ich gelten, aber ich kannte das nicht. Ja, ich denke mal, es ist was Besonderes für die, weil die ja teilweise sich gar nicht von ihren Angehörigen vielleicht verabschieden konnten. Und das jetzt tun können, dadurch, dass sie jetzt dieses Grab besuchen können, das denke ich, ist schon was Besonderes. Das ist also, das ist es. Die konnten sich nicht verabschieden. Ja. Ich habe in meiner Familie fünf Leute bis zum letzten Atemzug begleitet. Ich habe also überhaupt nie Panik gehabt, dabei zu sein, wenn ich die im Arm hatte und haben pff gesagt. Also mich, was du sagst, und, das ja. Könnte es sein. Also ich finde, dass man da so mit so einer anderen, konnte es nichts mehr sagen, konnte nichts mehr erzählen. Ja, vielleicht war man auch einfach gar nicht da, als sie gestorben sind. Ja. Immer wieder zieht es George Sheffy zum Grab seiner Familie nach Berlin. Wohl auch, weil der Name seiner Mutter, die in Auschwitz starb, auf dem Grabstein der Großeltern steht. Was kann ich Ihnen sagen? Vermischte Gefühle, das ist alles vermischte Gefühle. It was a strong feeling, it was a strong moment. I never saw my grandfather cry, so that's probably the first time. And I think he's very happy that I've been there with him. Also für mich ist es faszinierend, die Zeitzeugen zu treffen, eigentlich, dieser Zeit, um die es hier ja geht, um diesen Nationalsozialismus und Überlebende des Holocaust und so weiter. Vor allem eben die Zeitzeugen beider Seiten zu treffen. Für unsere Generation ist es auch wichtig, das im Gedächtnis zu behalten, damit wir das dann auch wieder weitergeben können und so weiter, dass das einfach nicht vergessen wird. Es entwickelt Freundschaften, die sozusagen zum Selbstgänger werden. Also ich denke, die werden alle über kurz oder lang Israel-Reisen planen, ja? Und die Israelis werden nach Deutschland kommen. Diese Sache hat mich geändert, dass ich sehe jetzt von in Deutschland Leute von der anderen Seite, die Plusseite, ja? Und hoffentlich wird das mehr und mehr und mehr. Won't you help to sing? Songs of freedom is all I ever had. Redemption songs, redemption songs.